Willkommen im Part 9, meine Freunde. Dieser alte Mann, den ich jetzt zum dritten Mal anlabere, sagt uns, wir müssen seinen Liebling Pecco zurückholen. Ich bevorzuge jedoch den Namen Pico. In diesem Tunnel gibt es nur Flurmel. Deshalb setze ich Flurmel auf meine Liste der seltensten Pokémon in diesem Spiel. Allein der Ironie zu willen. Hier holen wir uns erstmal das Item, und zwar ein Pokéball. Obwohl es wegen dem Apostroph auf, Apostroph, wegen diesem Akzent auf dem E Pokéball eigentlich heißen sollte, ein Pokémon. Aber gut. Ich weiß, dass ich entkommen bin. Was? Ja, natürlich, sonst würde ich nicht herkommen. Natürlich fordere ich dich heraus. Macht doch Spaß. Eine Minute aufgenommen. Nein, ich will jetzt nicht jede Minute abfacken und sagen, wie lange wir aufgenommen haben. Ich hab's nur gerade zufällig gesehen. Oh, ich habe Naturkraft erlernt, habe ich gar nicht mitbekommen. Spukball. Geil. In Höhlen wird's also zu Spukball. Was leider gegen Unlicht-Pokémon nicht sehr effektiv ist, womit mir aber leben kann. Also tun wir es weiter absorbieren, was auch nicht viel wirkt, aber wir machen weiter. Manche fragen sich bestimmt, warum ich direkt nach dem Smaragd-Let's Play noch ein Let's Play mache, aber zur Saphir-Edition. Die Antwort ist eigentlich recht simpel. Und zwar ist, abgesehen von ein paar kleinen Veränderungen, die Saphir genauso wie die Smaragd, nur halt einige Dinge sind anders, was aber schon den Spielablauf verändert. Auf der Saphir gibt es weniger Pokémon zu fangen als auf der Smaragd. Zum Beispiel kann man auf der Smaragd Samurzel und Loturzel fangen, auf der Saphir jedoch nur Loturzel und auf der Rubin nur Samurzel. Und Rubin, Saphir und Smaragd sind einer meiner Lieblingsspiele von Pokémon. Beziehungsweise meine Lieblingsspiele. Wow! Ikamos entwickelt sich schon! Geil! Das ist leider ohne Ton. Aber dafür ohne Speed. Und wir bekommen Lombrero. Ikamos. Cool, ich bin zufrieden. Lombrero ist cool, aber Kapalores ist einer meiner Lieblings-Pokémon. Ach, Augenblick. So, laber weiter. Tschüss! Tschüss! So, Devon Docks erhalten. Jetzt kommt der andere Pico zu seinem Pico. Schubst uns weg, wie wenn er meint, der wäre Hulk. Jetzt erfahren wir, dass Pecco ein Weibchen ist. Also nehmen wir alles wieder zurück, was wir gesagt haben. Und er bietet sich uns an. Pecco, Pio! Und weg ist er, der schnellste Mann der Welt. Und das dümmste Pokémon der Welt nach Carpador und Barschwar. Und Raupi. Ikemaus. So, cool. Ich bring Ikemaus noch auf Level 15. Ach, scheiße, stimmt, wir wollten ja Zerschneider holen. Voll vergessen. Machen wir jetzt auch. So, jetzt gehen wir hier oben lang, wie ich gesagt hatte. Dann bringe ich Ikemaus noch auf Level 15, dann sind die anderen beiden dran. Weil 10 Feet Ganja entwickelt sich auch bald. Bei Fungi dauert es noch ein bisschen. 23. Naturkraft. Stachelspore. Geil.
Ike Maus setzt Absorber ein. Ah, mir ist vorhin aufgefallen, dass ich zwar zu Ike Maus und Fungi ein Intro gemacht habe, aber nicht zu meinem Starter-Pokémon Tenfeed Ganja. Aber ich lasse es auch. Dafür bekommt Tenfeed Ganja am Ende bei den Credits sein Intro quasi. Weil ich will nicht, dass Tenfeed Ganja auch noch beleidigt ist. Außerdem, so Pokémon, die Absorber einsetzen, so KP-Drainer. Das Lustige an denen, wenn du im Kampf bist und einfach nur auf den Bildschirm achtest, aber nicht wirklich realisierst, was passiert und du andauernd Absorber einsetzt, dann guckst du nach ein paar Sekunden auf den Bildschirm und hast immer noch kein Leben verloren. Aber zwischendrin hat dir bestimmt jemand KP abgezogen, aber du machst so oft Absorber, dass du einfach nie KP verlierst. Aber dafür AP, was scheiße ist. Dann nochmal eine Stachelspore ab, die auch trifft. Das finde ich sehr gut. Und kann nicht angreifen, was noch viel besser ist. Los, Fungi. Ach ja, was will ich alles dafür machen, dass es Pokémon wirklich gibt? Ach, laber nicht. Los, Fungi, setz Absorber ein. Fungi? Oh Mann, dauert das ewig. Aber immerhin kann es sich angreifen. Oh, noch 3 Minuten. 3,5 Minuten. Fuskik. Fuskik. Silberblick. Tackle, Elkat. Geile Kombination. Habe ich, glaube ich, noch nicht erwähnt. Bin mir nicht sicher. Aber sehr geile Kombination ist Energiefokus, wodurch die Volltrefferquote erhöht wird. Und im Anschluss oder davor Silberblick, was die Verteidigung senkt. Was dann üblen Damage verursacht, so hart, dass es mein Fungi getötet hat. Also immer schön aufschreiben, nicht vergessen. Silberblick plus Energiefokus ist gleich Damage. Legt euch am besten auch so ein Moveset-Heft zu, wie mein Homeboy Takoro und ich, wo ihr dann alle Movesets reinschreibt, die ihr im Internet findet oder die ihr selbst zusammenschreibt. Ich hatte vorher mein Projekt Pokémon Movesets. Movesets just for fun. Aber das habe ich dann doch abgebrochen, weil ich dann Probleme mit YouTube hatte und Probleme mit meinem Laptop. Deswegen habe ich das jetzt beendet. Aber dafür das Smaragd Let's Play gemacht und dieses Grass-Type Only Run. So, hier hat er seine Devon-Docks zurück und wir kriegen, glaube ich, noch irgendeinen Ball. Genau, noch einen Superball. Weil der Typ nichts anderes einstecken hat als Superbälle. Jetzt muss er nur noch das Knilz finden. Dann kann er es auch fangen. So, jetzt sind wir in der geheimsten Etage der Devon Corporation, wo wir später einfach so reinlatschen können. Wo der Präsident mit uns reden will. Der nebenbei auch noch der Vater von Troy ist. Ja. Whatever. Paket hier, Paket da. Tritra, trolala. Sogar der Präsident will mit uns reden. Der alte Sack. Ich bin Mr. Trom, der Präsident der Devon Corporation. Ich muss etwas mit dir besprechen. Du hast unseren Mitarbeitern nicht nur einmal, sondern zweimal aus der Klemme geholfen. Du bist so außergewöhnlich, dass ich dich gerne um einen Gefallen bitten möchte. Ich weiß, dass du ein Paket zur Werft in Graffitport City bringen willst.
könntest du auf dem Weg nicht auch in Faustau Hafen Halt machen und Troy in Faustau Hafen einen Brief von mir überbringen? Brief erhalten. Pandiro packt Brief in die Basis-Item-Tasche. Nun, du solltest wissen, dass ich ein einflussreicher Präsident bin und daher würde ich dich nie um einen Gefallen bitten, ohne eine Gegenleistung zu erbringen. Deshalb möchte ich dir dies hier geben. Und was dieses Geschenk ist, das erfahren wir im nächsten Part. Bis gleich und ciao.